Hallo, ich bin's, der Emil. Heute vertrete ich den Chris, der hat Probleme mit seinem Internet und kann deswegen sein Video nicht hochladen. Und ja, das Thema lautet, was man so braucht. Und ich beziehe das jetzt einfach mal auf Trans-Sachen, also die so Trans-Männer brauchen, denn was so ein normaler Mann halt auch braucht, haben die anderen, denke ich, schon genug erläutert. Und ja, was kann ein Trans-Mann so alles gebrauchen? Beziehungsweise verwenden, um ein leichteres Leben zu haben. Also keine Ahnung. Also als erstes, was alle anderen auch gesagt haben, ist ein Binder. Also der die Brust abflacht, sag ich mal. Also, oder Binder, kein Plan. Also ich habe mehrere Modelle. Meine aktuellen, die ich so verwende, ist einmal der Triple. Der ist der hat drei Lagen, also hier außen, innen und außen, in außen, Mitte, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dreilagig. Das ist auch so ein kurzer, den ziehe ich gerne im Sommer an. Dann habe ich noch so einen langen. Der ist zweilagig. Und ja, auf jeden Fall, den finde ich nicht so toll. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Da muss man selber rausfinden, als Betroffener, welcher denn jetzt gut ist oder nicht. Ich finde den Triple besser. So, was auch wichtig für einen ist, ich denke, solange man die Vornamensänderung und die Personenstandsänderung nicht hat, also solange man rechtlich immer noch mit weiblichen Namen rumläuft, also auch im Perso, sollte man sich einen DGTI-Ausweis holen. So, also schaut meiner aus, voll kacke. Auf jeden Fall, da steht hier der männliche Name und da, wo mein Finger drauf ist, steht der weibliche Name und da steht der Geburtsdatum und alles so drauf. Also ich hab den sehr oft gebraucht, denn wo habe ich den denn immer gebraucht? Ja, ich wurde immer nach meinem Alter gefragt, weil ich so jung aussehe und ich war, und die meisten Leute, das finde ich gut, die sehen irgendwie nur den männlichen Namen, also sie sehen gar nicht erst, die sehen den weiblichen Namen hier gar nicht und deswegen. Also ich wollte mich ja nicht, wenn ich noch mein Alter kontrolliert werde, wollte ich mich ja nicht gleich outen und meinen weiblichen Namen sagen. Deswegen, das ist echt super. Immer da drauf. Auf jeden Fall, das ist gut. Also den braucht man auch. Also wenn man sich halt nicht outen will, kann man so einen DGT-Ausweis holen. Die meisten nehmen das eh nicht wirklich durch. Gucken nur drauf, wie alt man ist. Und das ist gut. Ah ja, und dann das nächste Teil ist, eine Pinkelhilfe. Damit kann ich entstehen pinkeln oder kann der Transmann entstehen pinkeln. Das ist sehr einfach. Man hält sich einfach so, stellt sich am Becken. Das ist idiotensicher. Man muss nicht die Hose komplett aufmachen oder so. Also einfach Hosenstall aufmachen und lospullern. Und damit tut der Empathie ein bisschen sauber machen. Also das ist toll. Und ja, das war's dazu. Dann habe ich noch manche Transmänner, die beulen sich ja die Hose aus, also tragen einen Pecker. Ich habe keinen Pecker, aber manchmal tue ich auch meine Hose ausbeulen, warum auch immer, keine Ahnung, ich wollte es mal ausprobieren. Dazu verwende ich einfach eine Unterhose, so eine normale, die so eine doppelte Vorderfront hat. Ja, so heißt das, glaube ich. Also, tada, da kann man was. Auch noch ein Loch, kann man was reinstecken. Also man kann, glaube ich, auch einen Packer reinstecken. Ich selbst stecke einfach eine Unterhose, eine Socke rein und dann habe ich auch eine Beule. Ich glaube, das schaut genauso aus wie eine echte Beule. Also optisch. Ich weiß nicht, ob es sich so anfühlt. Ich hatte ja, zum Glück hat mich noch keiner irgendwie in die Eier gepackt oder so. Zum Glück. Wäre mir auch irgendwie total unangenehm. Und ja, dann eigentlich war es das. Ja, ich könnte euch noch was zeigen, wenn ich schwimmen gehe. Also wenn ich schwimmen gehe, dann gehe ich nur an Sees oder so schwimmen. Im Freibad geht, glaube ich, nicht, weil es dort Kleidervorschriften gibt. Dann ziehe ich einfach einen normalen Winter an und dann so ein Unterhemd drüber. Und dann gehe ich schwimmen. Guck mal, hier ist sogar Testo-Symbol. Testo. Aber ich wollte mir so ein T-Shirt aus so einem Stoff holen. Ich weiß nicht, wie dieses Stoff heißt, irgendwie. Das soll auf jeden Fall schneller trocknen und deswegen ist das vielleicht besser zum Schwimmen, weil Baumwolle klebt ja immer so blöd und ja. Ich glaube, das war's eigentlich. Habe ich alles gezeigt? Ich denke schon. Jetzt weiß gar nicht mehr, wo mein Ausweis ist. Ja, brauche ich eh nicht mehr.
vielleicht noch sagen. Also mit der Pinkelhilfe, also es gibt ja, nicht jeder traut sich das, ich denke, aber also wenn ich benutze das zum Beispiel, wenn ich feiern gehe, in Clubs oder so, dann, also es werden, ich finde, weil das die Sitzkloster wird meistens immer, die werden meistens dazu verwendet, um reinzukotzen und deswegen sind die immer so eklig schmutzig und stinken. Und dann gehe ich lieber an Stehbecken und deswegen habe ich so eine Pinkelhilfe, damit ich halt nicht in diesen Kotzraum gehen muss. Das ist, glaube ich, ist angenehmer. Lieber damit pinkeln. Man kann ja auch seine Hand so vorhalten, dass keiner, sei es irgend so ein Schwuler, soll ich jetzt nicht beleidigend werden, stellt sich direkt neben dich und guckt drauf, aber dann kann man ja auch noch weggehen oder so, keine Ahnung. Irgendwie kontern. Ja, das war's. Also das Wichtigste für uns ist der Binder für jeden, denke ich mal, und für den einen anderen der Digitierausweis bzw. die Pinkelhilfe. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich langweile. Ciao.